Ich bin Hartmut Gehrung, hier in Heidelberg niedergelassen in einer psychotherapeutischen Praxis. Bin Internist in meinem ersten Leben und eine Zeit lang beides gemacht, hausärztlich, innere und Psychotherapie. Und ich möchte heute mal über die psychotherapeutische Seite und die psychodynamischen Hintergründe dessen, was wir gerade erleben, meine Ideen vorbringen. Ich habe den Eindruck, dass eine Atmosphäre insgesamt herrscht, die auch bei meinen Patienten dazu führt, dass sehr viel Angst da ist und viele getriggert sind in ihren Traumata. Unsere Praxen in der Psychotherapie werden überschwemmt. Wir haben so viele Anfragen wie noch nie und können dem gar nicht Herr werden. Und wenn man sich die Frage stellt, was ist es denn, was es triggert? Ich glaube, es ist das Wegfallen von Rückhalt in der Politik oder in den Medien, den man bisher zumindest wahrgenommen hat, wo so da war, bezweifle ich inzwischen. Und es ist aber noch mehr, das ist mir in letzter Zeit immer mehr gedämmert. Es ist ein Zustand der Verwirrung. Es werden Dinge behauptet, die so nicht stimmen können. Verschiedene Länder kommen zu verschiedenen Ergebnissen, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Und jeder kann sehen, das kann so nicht stimmen, das ist nicht mehr wissenschaftlich fundiert. Sogar verschiedene Bundesländer gehen unterschiedlich vor, verschiedene Städte. Wann war das? Ich glaube, letztes Wochenende konnte man in Frankfurt ohne Maske demonstrieren, bei uns aber mit Maske und Abstand. Dass das keinen Sinn macht, ist offenkundig. Und ich glaube, der Gipfel dieser Verwirrungsstiftung... Der Gipfel dieser Verwirrungsstiftung ist dieser Satz von Herrn Lauterbach: Die Impfpflicht führt irgendwann dazu, dass man sich freiwillig impfen lässt. Ohne Kommentar. Ich habe auch gefunden im Netz, dass Herr Lauterbach sich noch im, ich glaube, es war Oktober letzten Jahres, ganz klar so ausgesprochen hat, dass ein Genesenstatus weit überlegen ist dem Zustand nach Impfung, was die Immunität anbelangt. Ein halbes Jahr später sagt er das genaue Gegenteil. Und solche Dinge werden ja wahrgenommen, die stiften Verwirrung. Und was da getriggert wird, sind meines Erachtens oft früh in der Biografie stattgefundene Traumata. Das sind mehr Menschen, als wir denken. Das kann sein, man hat vielleicht eine Bilirubinerhöhung als Baby gehabt, dann ist man die ersten zwei Wochen ungefähr im Inkubator. Das ist immer ein schweres Trauma. Es sind jetzt nicht so viele, aber es sind mehr Menschen, die ein frühes Trauma haben, also früh heißt so im ersten Lebensjahr, als man so denkt. Bei meinen Klienten sind es etwa ein Viertel. Und die Emotionen, die damit verbunden sind, sind sehr wuchtig. Ich nenne die gern Tsunami-Gefühle. Die sind überschwemmend. Das ist dann nicht nur Angst, sondern überwältigende Angst. Das ist nicht Einsamkeit, sondern wie abgeschnitten von jeglichem menschlichen Kontakt, wie im Weltraum ausgesetzt. Das ist nicht mehr Wut, sondern irre Wut, Wut, die mörderisch sein kann. Es sind sehr heftige Gefühle, mit denen die Leute dann zu tun haben. Und ich glaube, wenn wir hier immer wieder Aggressionen hören, mit Aggressionen zu tun haben in dem Diskurs, dass genau solche Emotionen auch getriggert sind. Und ich habe einiges versucht, auch mit Kollegen auf der sachlichen Ebene zu diskutieren. Es ist ganz oft so, dass man nicht durchdringt. Und ich habe den Eindruck, es passiert Ähnliches, wie man das von der Hypnotherapie kennt. Da gibt es die Konfusionstechnik. Man schafft eine Trance, indem man erstmal Verwirrung stiftet, im Grunde Blödsinn erzählt, Sachen, die nicht stimmen können, so wie Herr Lauterbach das gut beherrscht. Und dann wird in diesen Verwirrungszustand, in diese Trance hinein, ein Satz gesagt, der im besten Fall positiv ist, wie ich bin liebenswert oder irgendwas. Und der wirkt natürlich viel besser, als wenn der so mit noch funktionierendem Verstand gesagt wird. Dann ist der Abwehr sehr stark. Das ist ein Phänomen von der Hypnotherapie, das bekannt ist. Ein anderes Beispiel, was mir einfällt, ist das sogenannte Stockholm-Syndrom. In einer Extremsituation, wo auch Rückhalt weggebrochen ist, wenn ich entführt bin, wenn ich da sozusagen bar jeglicher Sicherheit bin, da ist es erstaunlich, dass dann die Person oft eine Bindung aufnimmt zu dem Entführer. Also wir nehmen sozusagen in einer verwirrenden, in einer existenziell gefährdenden Situation jeden Strohhalm an Sicherheit. Und mir kommt es so vor, dass dieses erstaunlich
wenig belegbare Narrativ, dass die Impfung uns alle rettet, dass das genau dieser Strohhalm ist, den ganz viele Menschen bis heute noch nehmen. Das ist so mein Eindruck. Und ich möchte jetzt nicht mehr viel mehr sagen, weil meine Stimme auch ein bisschen angeschlagen ist. Ich möchte noch hinweisen auf eine Demo, die auch neuerdings samstags stattfindet, ich glaube seit 3 Malen um 2:30. Da werden wir auch etliche von uns wieder anwesend sein. Ich werde auch ein paar Worte sagen, diesmal zum Thema, wie kann ich diese Triggerung durch Traumatisierung überwinden. Das ist jetzt sozusagen Fortsetzung folgt.